Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier bei mir auf dem Kanal. Wir spielen Neumini-Brunnen, unsere Alpenmap, und wir stehen hier vor unserem Feld, denn das hat einen Grund. Ich habe mich doch dazu entschlossen, dieses Feld hier zu kaufen. Also, wir haben das Feld Nummer 12, glaube ich, ist es. Die 12, auf dem ist jetzt, sind Zuckerrüben drauf, und ich habe mich wirklich jetzt dazu entschlossen, das Geld auszugeben, denn wir brauchen Mais, Futtermais, und auf der 4 werden wir, denke ich, eher Soja oder irgendetwas anderes ansehen, wenn denn Zeit ist. Aber jetzt will ich hier auf der 12 auf jeden Fall die Zuckerrüben unterbuttern, untergrubbern, und dann werden wir hier auf jeden Fall dann erstmal Futtermais hier anpflanzen. Okay, dazu der Gruber jetzt erstmal ausgeklappt. Und so leid es mir tut, ein bisschen tut es ja einem im Herzen weh, wenn man das Material hier einfach untergrubbert. Los geht's mit dem Fendt. Und danach, ja, gibt es wieder ein bisschen was Neues, denn ich war nicht ganz untätig in der Zwischenzeit. Denn ich habe am Händler wieder ein paar Gerätschaften stehen. Lasst euch überraschen, da werden wir dann gleich dazu kommen. Und ich habe in der Zwischenzeit auch ein kleines bisschen unseren Berghof, ja, verschönert, ein bisschen dekoriert. Ein kleines bisschen habe ich was gemacht, damit es nicht ganz so steril aussieht. Und das schauen wir uns dann gleich an. Und in der heutigen Folge möchte ich jetzt auch doch schon jetzt die Kühe oben an den Start bringen, also die ersten Kühe kaufen. Deswegen, wie gesagt, werden wir gleich weitere Gerätschaften dann hoch zum Berghof bringen. So. Auch hier an dem Feld haben wir natürlich wieder das Thema mit den Bäumen hier an der Seite. Und deswegen will ich definitiv jetzt erstmal die erste Bahn gefahren haben. Wir müssen anschließend dann auf jeden Fall, glaube ich, noch ein bisschen Kalk ausbringen. So, wir schicken ihn mal los. Und dann schaue ich mir das Ganze mal an. Okay, Kalk ist ganz, ganz schlecht. Stickstoff werden wir dann natürlich bei der Aussaat mit ausbringen. Also das heißt, wir werden gleich kalken. Aber bevor das soweit ist, werden wir jetzt erstmal Folgendes machen. Wir springen zum Händler. Schwuppdiwupp. Und dann gehen wir einmal um die Ecke. Und da steht dann auch schon die neuen Gerätschaften, nämlich ein Futtermischwagen. Ich habe mich jetzt dann doch dazu entschlossen, keinen Selbstfahrer zu nehmen, sondern wir werden das Ganze mit diesem Steier nach oben bringen. Mit dem 6150 CVT. So, da steigen wir mal ein. Den habe ich ein kleines bisschen modifiziert. Hat 165 PS. Und mit einem Frontlader-Anbau ausgestattet, werden wir da jetzt erstmal dann gleich hochfahren. Aber zuvor fahren wir nochmal beim Hof vorbei, weil wir werden diesen Futtermischer erstmal voll machen und mit dem ersten Material hochfahren. So, und ich denke, das müsste soweit passen, das Gespann. 120 PS brauchen wir für den Futtermischer. Und ich habe mich also ein bisschen auf Silo King eingeschossen. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier richtig ums Eck rumkommen. Ups, 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 das wird knapp. So, jetzt aber. Und dann machen wir den einmal voll mit 22.000 Liter, fahren dann hoch auf den Berghof, werden dann die ersten Kühe kaufen, und 125 Stück passen in diesen Stall. Und deswegen habe ich mir gedacht, werden wir wohl 25 erstmal kaufen. Dann haben wir sozusagen 5 Generationen dort oben und können dann immer wieder die ältesten Tiere verkaufen. Jo. Ihr habt das ja gesehen, beim Händler steht auch schon unser Anhänger für die Milch. Was wir noch brauchen, ist ein Anhänger für Wasser, weil wir müssen ja den Stall mit Wasser befüllen. Die Tiere brauchen Wasser. Und brauchen wir sonst noch etwas? Wir haben einen Ladewagen oben, wir haben einen Traktor zum Mähen oben.
Dann haben wir den Frontlader bereits oben und mit dem Steyr haben wir dann auch einen entsprechenden Traktor da oben, mit dem wir dann auch ein bisschen hantieren und arbeiten können. Ja, also die Zahl der Fahrzeuge, der Maschinen nimmt hier langsam ein bisschen überhand hier auf dem Hof, hier auf der Karte. Da werden wir dann auch demnächst mal ein kleines bisschen konsolidieren, soll heißen, ein bisschen auch ausmisten, gucken, welche Geräte wir wirklich brauchen. Aber es ist ja so, dass man, wenn man so viel Geld hat, dann kann man da auch ein bisschen agieren. So, servus Charlie, ich grüße dich. Und du kriegst natürlich auch ein bisschen was für den Futternapf. So, jetzt muss ich mal schauen. Sieht man da oben irgendwas? Ah, da oben dreht er seine Runden. Ganz in der Entfernung sieht man den Fendt. So, hier ist noch ein bisschen unaufgeräumt. Da muss ich dann auch noch ein bisschen was tun. Aber das werden wir dann eben mit den Drillen machen und dann hier das Saatgut aufnehmen. Ich habe das auch in der Zwischenzeit mit dem Kuhn-Gerät hinbekommen, dass jetzt also wirklich im großen Tank, im vorderen Tank ist jetzt das Saatgut. Das schauen wir uns mal schnell an. Augenblick. Da springen wir einfach mal kurz hier durch die Kühe. Zack. Ja, ist ja gut. So, denn da sieht man jetzt also, 560 Liter haben wir jetzt Saatgut. Und im vorderen Tank, da ist jetzt ausschließlich eben der Dünger. 2200 Liter. Und warum habe ich vorhin Kuhn gesagt? Das ist eine Federstadt. Mann. Gut, also nichtsdestoweniger, das wird jetzt langsam. Und wir gehen jetzt nochmal rüber zum Steyr und werden jetzt den Futtermischwagen voll machen. Okay, können wir schon befüllen. Lasst mich mal kurz schauen, beziehungsweise was ich ja unbedingt machen wollte. Tadada, wir machen noch schnell ein Screenshot, beziehungsweise ein Thumbnail. Und Dankeschön. So, jetzt können wir auch hier die Hilfe erstmal wieder einschalten. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Da müssen wir noch ein bisschen vorfahren. Befüllung starten. Erstmal so circa 5000 Stroh. Dann machen wir Heu rein, dass wir auf knapp 10, okay, und dann Silage. So, und dann nochmal ein bisschen den Rest auffüllen mit Heu. Und dann passt es, 22.000, ab die Post und damit hoch zum Berghof. Damit wir auf jeden Fall, ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hier tatsächlich mit den 165 PS überhaupt den Berg hochkommen, weil das ist alles gar nicht so einfach. Denn ich war schon mit dem Valtra unterwegs und habe mit dem Ladewagen mal Stroh hochgebracht, denn das hat uns ja gefehlt oben. Das heißt, wir haben dann die erste Ration Futter für die Kühe, dann haben wir Stroh zum Einstreuen und was wir jetzt dann noch brauchen, ist natürlich dann das Wasser. Wir können übrigens auch hier rumfahren. Dann fahren wir gleich hinten rum. Über diesen Feldweg, über diesen Wirtschaftsweg. Und da steht mit Sicherheit nur für Land- und Forstwirtschaft, genau. Dann schauen wir mal, ob wir hier mit dem Steyr hochkommen. Ich meine, wir können den noch ein bisschen pimpen. Man können da, glaube ich, noch bis auf 200 PS hochgehen. Ja, der kämpft. Aber wenn der Ladewagen mal oben ist, beziehungsweise der Futtermischwagen, dann bleibt der auch dort oben. Den müssen wir dann nicht mehr runterbringen. Das passt dann. Oh, der kämpft wirklich. So, das ist übrigens auch ein Mod hier von dem Silo King. Da habe ich dann das Gerät auch als Doppelachser hier genommen. Boah, 7 km/h und die größte Steigung kommt ja noch. Oje. Ja, den hätten wir vielleicht doch nicht ganz voll machen dürfen. Also ich hole jetzt gleich den Xerion.
Oh ja, er kämpft. Aber das ist nun mal das Los, dass man das einen ereilt, wenn man eben in den Alpen unterwegs ist, in den Bergen. Ja, da müssen wir halt dann auch mit mehr PS unterwegs sein. Also ich bin fast im Überlegen, ob wir dann doch den Steier... Naja gut, aber wenn er mal oben ist, dann ist er oben. Und ich glaube dann nicht, dass wir den dann noch dazu benutzen, um nochmal nach unten zu fahren. Denn wie gesagt, der Frontlader ist auch schon oben mit einer Palettengabel und... die Milch, da bin ich dann halt am überlegen, ob wir das dann nicht mit einem anderen Traktor dann fahren. So, jetzt müssen wir da irgendwie hier noch rumkommen. Aber da vorne wird es dann langsam flacher. Ich sehe sozusagen schon Ende. Nee, ich sehe schon Licht am Ende des Tunnels. Drei km/h. So, aber ich glaube, jetzt wird es dann langsam wieder schneller. Naja, wir genießen in der Zwischenzeit ein bisschen die Aussicht. Aber ich glaube, jetzt haben wir das Gröbste hinter uns gebracht. Und können jetzt endlich die ersten Kühe kaufen. Sehr schön. Der hat sich da jetzt wirklich hochgekämpft, das muss man schon sagen, also richtig gekämpft. So, jetzt haben wir da einen Spiegel, der so ein bisschen auch behindert. Okay, das ist jetzt hier unsere Einfahrt. Ich habe hier dann ein Bäumchen gepflanzt. Schauen wir mal. Also ihr seht, ich habe ein kleines bisschen was dekoriert, ein bisschen gemalt, ein bisschen Gras, Büsche und hier den Baum in die Mitte gehauen und auch eine kleine Flutlichtanlage, damit wir, wenn es dunkel ist, auch ein bisschen Licht hier am Fahrrad haben und eine PV-Anlage hier aufs Dach auf unserem Ballenlager. Da machen wir noch ein bisschen Geld nebenher. Okay, so, der Waldra steht schon hier oben mit dem Ladewagen. Und jetzt schauen wir mal. Ich glaube, abgekippt wird rechts. Das sollte doch passen, oder? Jo, das sieht gut aus. Wir schmeißen mal Abkippung. Nein, das ist rechts. Okay, jetzt kann man doch mit Sicherheit. Yep, sehr schön. Aber jetzt brauchen wir erstmal, weil jetzt mischen wir erstmal ein bisschen durch. So, wir gehen gleich in die Vollen und zwar denke ich, wir nehmen die Brown Swiss und dann nehmen wir natürlich gleich das große Paket und 25, weil was anderes macht, glaube ich, keinen Sinn. Ja? 125 Teiler davon, das wird alles irgendwie schwierig, das passt irgendwie alles nicht, also teilen wir es durch 5. Das heißt erstmal 25 Tiere, da haben wir auch am Anfang nicht ganz so viel zum Füttern. Ab die Post wird gekauft und jetzt haben wir also unsere ersten Kühe hier am Berghof. Ja, holla die Waldfee. So, dann können wir jetzt auch abladen. Sehr schön. Dann schauen wir doch gleich mal, wie es hier den Kühen geht. So, das ist der Kuhstall. Hier haben wir unsere Brown Swiss. Wir werden auch vielleicht hier ummodeln, weil ich sehe gerade, wir haben ja hier auch Brown Swiss drin. Und dann denke ich, machen wir im Tal nur die Holstein und unten, oben machen wir dann die Brown. So, wie sieht es denn aus? Okay, 22.000. Naja, da passt noch jede Menge rein mit diesen 25 Tierchen. Wasser, Milch und Stroh. Okay, wir werden jetzt erstmal Stroh einkippen. Dazu können wir jetzt aber erstmal den Motor hinten ausschalten. Ups, so. Nicht den Motor natürlich vom Steier. So, eine Toilette habe ich auch installiert. Dann schauen wir mal, wie wir hier rumkommen, weil das war ja alles so ein bisschen die Sache, die wir noch testen müssen, ob das dann hier auch alles passt. Ich denke hier, ja, ja, da glaube ich, die Büsche können wir wegmachen. So, da machen wir Stroh rein. Aber erstmal nur 10.000. Okay. Und das Stroh wird meines Wissens auch hier eingekippt, genau. Sehr schön. Okay, wie sieht's aus? Stroh 10.000 und dieses, wunderbar. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Wasser.
Und dazu springen wir wieder runter und nehmen jetzt den kleinen Valtra erstmal. Und dann werden wir hier erstmal mit dem Wasserfass, was wir haben, da hochfahren. Und ich gucke aber erstmal... So, wie weit eigentlich unser Fendt oben ist. So, ein bisschen Wasser haben wir noch drin, aber das lassen wir gleich hier im Gewächshaus. Sehr schön. So, wo ist er denn? Okay, der hat noch kräftig zu tun, aber wir können in der Zwischenzeit schon mal kalken. Jetzt überlege ich nur gerade, mit welchem kalken wir denn? Eigentlich müssten wir hier mit dem Valtra kalken, oder? Oder hier eigentlich, ja genau, mit dem Valtra. So, Wasser kriegen wir vom Teich. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie viel da in das Fass hier reinpasst. Aber das werden wir ja gleich erfahren. So, ja, jetzt überlege ich gerade, ob das wieder so clever ist, natürlich mit dem vollen Tank da hochzufahren. Aber ich würde mir jetzt erstmal oben den Ankauf vom Wasser sparen wollen. Wir müssen da sowieso dann eben noch ein anderes Fass hochbringen. Wo war denn das jetzt? Wo war denn das jetzt? Da geht's rein. Und stopp. So, was sehen wir denn? 2000. Ja, okay. 40. Ja, 10.000 wird es wohl sein. 10.000. Das müssten wir eigentlich hochkriegen. Vorhin hatten wir 22 plus 8. Ich glaube, 7 Tonnen wiegt der Anhänger. Das waren jetzt dann fast 30 Tonnen, die wir da hochgezogen haben. Das wird jetzt wesentlich geschmeidiger sein. So, wir müssen dann da vorne wieder raus. Und dann bringen wir das Wasser da hoch. Und dann sollten eigentlich unsere Kühe versorgt sein. Dann werden wir im April noch das Feld, wie gesagt, ansehen mit Mais. Dazu vorher natürlich kalken. Und dann sind wir eigentlich meines Wissens im Großen und Ganzen auch schon wieder für den April durch. Und dann dürfte es auch schon wieder in den nächsten Monat gehen. Sudele. Das nächste, was ja so auf dem Plan steht, beziehungsweise auf der Liste, wären dann eventuell die ersten Produktionen hier in Neumini-Brunn zu kaufen. Und im Speziellen natürlich die Molkerei, damit wir dann entsprechende Produkte herstellen können, Käse und Butter. Um natürlich hier noch eine gewisse Wertschöpfungskette beziehungsweise in der Wertschöpfungskette nochmal eine Stufe weiterzukommen und natürlich entsprechenden Profit zu machen. Denn wir haben jetzt knapp 3,5 Millionen gehabt im Januar. Jetzt sind schon wieder 2 Millionen weg und das Geld muss ja eigentlich auch wieder reinkommen, weil sonst ist es ja keine lohnende Investition. Sonst haben wir das Geld ja wirklich nur zum Fenster rausgeworfen. Aber da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir hier natürlich das Ganze hier gewuppt bekommen. So, also er kämpft jetzt auch schon und ich glaube, er hat knapp 200 PS. Ja, also das war jetzt schon eine sportliche Geschichte hier mit diesem Berghof. Und ich bin dann auch mal gespannt, wie wir das Ganze dann tatsächlich dann mit den Mäharbeiten, wie wir hier vorwärts kommen, weil der Hang ist ja jetzt nun wirklich nicht ungeschmeidig. Der kommt hier tatsächlich nicht hoch, oder? Ich meine, er hat mehr PS und muss eigentlich weniger ziehen. Ja, jetzt doch, jetzt geht's wieder. Oh, wow, 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 wow. Also da müssen wir dann echt gucken, ob wir das Ganze wirklich mit dem Xerion da hochbringen müssen. Also wir brauchen definitiv hier einen ordentlichen Trecker.
Ich denke natürlich über die Straße, wenn man über die andere Seite kommt, könnte es etwas leichter sein. Das werden wir dann auch mal bei Gelegenheit ausprobieren, wenn wir zum Beispiel die nächste Fuhre Stroh hochbringen. Denn Stroh müssen wir definitiv hier an den Berghof bringen. Gras, also Heu und Silage können wir hier oben direkt produzieren. Aber wir brauchen natürlich Stroh und das müssen wir dann hier hochbringen. Und da bin ich mal gespannt. Also mit dem Valtra, mit dem großen und dem Ladewagen, wo 22 oder 24 reingepasst haben, das ging einigermaßen. Aber hier die anderen Geräte, die haben hier ganz schön zu kämpfen. So, wir müssen hinten rum. Sehr schön. Hier müssten wir doch jetzt das Wasser abladen. Ja, ein Blick. Na, kommst du? Jetzt, okay. Ungewöhnlich, dass man hier hinter den Trigger fahren muss. Aber okay, okay. So, da haben wir ein paar Pfützen, habe ich hier hingemalt. Ja, ich denke hier, die Büsche können wir wegmachen, weil wir müssen ja definitiv hier ein bisschen rumfahren. Das hilft nichts. Okay, so, jetzt haben wir hier aber richtig Fuhrpark. 5 Trecker hier oben stehen. Dann schauen wir nochmal kurz nach unseren Kühen, wie es denen geht. Also, 22.000 Liter Nahrung, 10.000 Liter Wasser und Stroh etwas mehr als 10.000. Und es sieht eigentlich ganz gut aus, oder? Ups. Na, und hoch? Ah, da komme ich nicht hoch, oder? Tja, dann halt nicht. Dann hier vielleicht. Ja, hier haben wir jetzt einen guten Überblick. Schauen nochmal ganz kurz rein. Also Produktivität, Gesundheit, das wird. Ich denke, das wird. Und die Tierchen werden auch dann entsprechend Material produzieren. Worauf ich gespannt bin, ist natürlich dann hier die Mistplatte. Wo dann und wie sich hier der Mist ausbreitet. Aber auch da bin ich sehr zuversichtlich, dass das so weit, wie ich das jetzt hier gemalt habe, so weit passt. So, die Tierchen machen es sich gemütlich und das soll es dann auch für die heutige Folge gewesen sein. Ich denke, wir haben wieder mal einen schönen Schritt nach vorne gemacht. Kommen mit unserem Projekt hier mit dem Berghof schön vorwärts. Wir werden natürlich unten im Tal auch noch vieles zu tun haben und da dürft ihr euch mit Sicherheit schon mal drauf freuen in den nächsten Folgen. So, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Sage wie immer an dieser Stelle Tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal.